Okay, aber so viel nur zum Aktuellen. Und jetzt möchte ich überleiten zu unserem heutigen Redner. Ich freue mich, dass wir Professor Christian Kreis hier haben, ehemaliger Investmentbanker, inzwischen Ökonom und Hochschullehrer, der auch über Alternativen, über eine andere Ökonomie nachdenkt. Es gibt zwei Bücher bisher von Herrn Christian Kreis, den Profitwahn ist das erste. Ich lege auf meinem Nachttisch, ist sehr interessant. Und ein zweites Buch, geplante Obsoleszenz zu der künstlichen Veralterung von Industriegütern. Aber mehr möchte ich jetzt gar nicht die Zeit verbrauchen, sondern überleiten zu Ihnen. Ich freue mich auf den Vortrag. Vielen Dank, Herr Brandt. Geht's ohne Mikro? Nein. 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 Ja. Ich brauche wieder meine Hände zum Gestikulieren und dann ist die eine Hand mit dem Technik und die andere mit dem voll. Aber es klappt schon. Das sind zu wenige Hörgeräte. Also, jetzt der Vortrag von vielleicht 60, 70 Minuten geht über die Punkte, die sind aber ganz unterschiedlich lang. Am Anfang wird ein bisschen aufgezeigt, unsichtbare Zahlungsströme in unserer Ökonomie. Das ist der längste Teil. Dann geht es Rolle von Medien, Politik, Wissenschaft. Dann kurz die geistigen Hintergründe. Und dann Wege in eine menschliche Wirtschaft. Was können wir tun, um das umzulenken in andere Richtungen? Wir können hinterher beliebig lange diskutieren, nicht ohne Grundzell und kurz einen Eindruck. Es sollte 10 Uhr Schluss sein. 10 Uhr Schluss. Ja. Gut, schaffen. Also unsichtbare Zahlungsströme. Ob wir es wissen oder nicht und ob wir es wollen oder nicht, jedes Mal, wenn wir mit einem Euro oder auch mit einem Dollar oder einer anderen Währung eine Transaktion ausüben, dann fließt Geld in bestimmte Kanäle, von bestimmten Leuten zu bestimmten Leuten. Nämlich, die Produktpreise von den Gütern, die wir kaufen, die sind von der Ökonomie her gesehen aus zwei Kostenbestandteilen her zusammengesetzt, aus Kapitalkosten und Arbeitskosten. Unser täglich Brot, wenn wir Brot, Semmel oder Brezen kaufen, der Landwirt braucht, um das goldene Korn aus dem Boden zu zaubern, Boden. Auf dem Boden, den muss er entweder pachten, dann hat er Pachtzahlungen, oder er hat ihn gekauft mit Bankgeld, mit Kredit, dann muss er Zinsen zahlen, oder gehört ihm selbst, dann muss er sogenannte Eigenkapitalkosten drauf verrechnen. Das sagen wir Ökonomen so, weil er könnte den Boden ja auch verkaufen zum Beispiel oder verpachten. Dann der Traktor, das goldene Korn selbst, ist ein Kapitalgut, der braucht er auch wiederum entweder Geld von der Bank, muss er Zinsen zahlen, oder es gehört ihm selbst, muss er Eigenkapitalkosten zahlen. Und dann seine Arbeitskraft. Und diese Kosten, die fließen in den Preis von dem Korn, sodass der Preis von dem Weizen eben diese Kapitalkosten beinhaltet und die Arbeitskosten. Das Korn wandert zur Mühle, die braucht wieder Boden, da wiederholt sich das. Die Mühle selbst ist ein Kapitalgut. Fließen Zinsen oder Eigenkapital, die Arbeitskraft des Müllers, dasselbe beim Bäcker. Er braucht Boden, Kapital, seinen Ofen, seine Räumlichkeiten und die Arbeitskraft von ihm selbst. Sodass im Ergebnis, oh, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt, im Ergebnis in jedem Produkt, was wir kaufen, ein sogenannter Kapitalanteil enthalten ist. Manche sagen auch Zinsanteil, das ist aber nicht ganz richtig, weil Zinsen ist eigentlich nur ein kleiner Teil davon. Wir Ökonomen sprechen da auch von dem Begriff Rente. Rente ist eine Zahlung, die ich kriege ohne Gegenleistung, also ohne arbeiten zu müssen. Die meisten kennen sie vom Rentner, wo das völlig berechtigt ist, weil er sein Leben lang gearbeitet und kriegt dann Geld, ohne zu arbeiten. Also hier geht es jetzt ökonomisch um leistungslose Einkommen, um Renteneinkommen. Und da stellen sich zwei Fragen an der Stelle. Erstens, wie groß ist dieser Zahlungsstrom jedes Jahr? Ich habe die Zahlen für Deutschland. Und zweitens, wo fließt er hin? Wie groß ist der Strom? Unsere fünf Weisen, der sogenannte Sachverständigenrat der deutschen Wirtschaft, sagt, dieser Strom ist jedes Jahr 500 Milliarden Euro in Deutschland. 500 Milliarden Euro, denkt sich jeder, da kann man nichts anfangen mit so einer großen Zahl, wie viel ist es eigentlich? Ja, unser Bundesfinanzminister Schäuble hat jedes Jahr 300 Milliarden Euro. Also ist viel weniger als dieses hier. Wir deutsche Haushalte geben jedes Jahr ungefähr 1500 Milliarden Euro aus für Güter und Dienstleistungen. 500 Milliarden heißt also ungefähr ein Drittel von jedem Euro, den wir verausgaben, ist Kapitalanteil. In Form von Bodenrenten, Mieten, Pachten, Dividenden oder Zinsen.
Ein Drittel vom Produktkaufpreis. Egal, ob wir zum Bäcker gehen oder ein Cappuccino am Hauptbahnhof trinken. Ja, der Cappuccino am Hauptbahnhof, da ist der Bodenmiete ist drin, die Cappuccino-Maschine die drin und die Arbeitskraft. Ja. Also jeder Cappuccino, egal was wir trinken, der Preis ist immer, die Kosten sind immer drin, die zahlen wir automatisch. Also, es ist ein Riesenstrom. Das ist nicht nur die Isar, das ist ein ganzer Amazonenstrom. Ja. Das ist ein ganz gewaltiger Strom. Das ist das Erste. Und wir zahlen alle, ob wir wollen oder nicht, ob wir es wissen oder nicht, spielt gar keine Rolle. Zweitens, wo fließt das Geld überhaupt hin? Das ist ziemlich einfach. Dieses Bild hier zeigt die Nettovermögensverteilung der deutschen Haushalte. Hier sind die wohlhabendsten 10% der deutschen Haushalte, hier sind die ärmsten Schlucker von uns. Und man sieht, das sind Zahlen von DEW Berlin, die auch Frau Merkel benutzt. Frau van der Leyen hat letztes Jahr diese Zahlen verwendet. Und wenn man hinschaut, sagt man, ja, die untere Hälfte von uns Deutschen, die hat netto 1% vom gesamten Vermögen. Das hat letztes Jahr Frau van der Leyen, als sie noch Sozialministerin war, gesagt. Also die untere Hälfte von Deutschland hat netto ein Vermögen, so ist das leider bei uns. Und die obere Hälfte hat alles. Und da wiederum die oberen 10% haben über 60%. Und die oberen 1% haben 25% oder mehr, da gibt es verschiedene Schätzungen. Also die oberen 1% haben ein Viertel vom gesamten Vermögen von Deutschland. Ja, da fließt das Geld hin, so einfach ist es. Zahlen tun wir es alle, mit jedem Bier, mit jeder Weißwurst, mit allem. Zahlen tut es jeder. Und fließen tut es zu ziemlich wenigen, im Wesentlichen zu den oberen 10%. 9/10 zahlen bei dieser Wirtschaft eigentlich drauf und zahlen mehr Zinsen, Dividenden, Pachten, als sie kriegen. Und ab einem Nettovermögen von 500.000 ist man auf der Gewinnerseite. Also ich spreche von leistungslosen Einkommen. Beispiel, Mietwohnungsmarkt in Deutschland. Knapp 60% von uns Deutschen wohnen zur Miete. Gut 40% wohnen in den eigenen vier Wänden. Und wenn man jetzt anschauen würde, wir hätten in Deutschland 5 Familien und 5 Häuser, dann ist es so, dass tatsächlich Familie 1 hätte 4 Häuser, Familie 2 1 und die unteren 3 Familien haben keins. So ist es bei uns. Das spiegelt ziemlich genau wieder unsere Eigentumsverhältnisse im Wohnungsmarkt. Wenn jetzt alle ein gleiches Arbeitseinkommen hätten, heißt über die Mietzahlung wird also so ein Ungleichgewicht hergestellt, es fließt von den Mietern zu den Vermietern. Die Nettoeinkommen verändern sich, Konsummöglichkeiten verändern sich und Ersparnisse verändern sich. Also es ist so, nochmal ein Beispiel, dass wohnen muss ja jeder und die Mietzahlungen fließen an relativ wenige. Der Boden in Deutschland ist in Hand von 11-18% der Bevölkerung, wenn man das selbstgenutzte Wohneigentum abzieht. Also Boden ist, hat weniger als ein Fünftel der Deutschen hat den Boden in der Hand. Ein drittes Beispiel, Zinseszins. Wir haben ja drei Vermögensarten, Immobilien und Boden. Unternehmen mit Gewinnen und Dividenden und drittens das reine Zinseinkommen, Sparbuch oder Anleihen. Und bei diesen Zinsströmen, da kann man am besten den sogenannten Zinseszinseffekt sich klar machen. Nämlich, wenn Maria und Josef im Jahre 1 bei der Flucht nach Ägypten, als Josef seinen Traum hatte, verlass das Land, wenn die damals, mussten ja alles zurücklassen, einen Pfennig oder einen Cent hinterlegt hätten, bei einem Geldwechsler für 4% Zins, momentan viel, aber die letzten 70 Jahre war 4% eigentlich gar nichts, das haben wir eigentlich immer gekriegt, dann wären aus diesem einen Pfennig bis zum Jahr 1750 ein Geldbetrag geworden in der Größenordnung von einmal der gesamten Erdkugel aus Gold. Ja, so viel Gold gibt es auf der ganzen Welt gar nicht. Das heißt, über diesen Zinseszinseffekt haben wir eine sogenannte Exponentialfunktion, das wird mehr und mehr und mehr und explodiert irgendwann mal. Und alle Mathematiker und Ingenieure, die das so hören, sogar logisch, Exponentialfunktion, so ist es. Aber was heißt das? Dass über diese Zinseszinsfunktion im Laufe längerer Zeiträume automatisch das Geld bei immer weniger Leuten sich konzentrieren muss. Also als mathematisches Gesetz sozusagen. Jetzt schauen wir, ob das in der Wirklichkeit auch stimmt, weil diese Prozesse, die laufen die ganze Zeit statt in unserer Ökonomie, nicht nur bei uns, auch in Italien, in England, Amerika. Zum Beispiel, wer für 1 Dollar 1919 Coca-Cola-Aktien gekauft hat, der hatte 1993 51.000 Dollar. Also, ob Sie Aktien kaufen, Immobilien kaufen oder Zinspapiere, wir haben immer diese Tendenz, dieses exponentielle Wachstum. Das ist so eine Ökonomie. Wir sehen das auch hier an dem Bild von 1950 bis 2010, Bundesrepublik Deutschland, die Vermögen, alle Vermögensarten, waren 1950 noch gut die Hälfte vom Sozialprodukt, sind jetzt exponentiell gestiegen auf ungefähr 9 bis 11 Billionen Euro. Also die verfolgen ungefähr so eine exponentielle Wachstumskurve. Ja, wird immer mehr und mehr.
wird jetzt immer mehr auch als die Wirtschaftskraft. Die Schulden wachsen auch exponentiell, ungefähr. Und diese Wachstumsprozesse, die haben wir auch in der Biologie. Da gibt es nämlich so unangenehme Kleinlebewesen, so Bazillen und Viren, die wollen sich auch immer exponentiell vermehren und tun das auch im Wirt, in uns. Die wachsen so fröhlich vor sich hin eine ganze Weile, wir merken es nicht. Und erst wenn eine kritische Masse überschritten ist, dann sind wir krank und liegen im Bett und haben Grippe oder Lungenentzündung. Also das ist eine Frage der Menge. Die Wachstumsprozesse finden dauernd statt. Es geht so lange, bis eben der Wirt beeinträchtigt wird. Ähnliches ist bei Krebs. Der Verdoppelungszeiten 40 bis 90 Tage, je nach Art. Der kann auch jahrelang wachsen, wächst exponentiell. Wir merken das jahrelang nicht. Wenn wir es merken, wird es kritisch. Und in unserem sozialen Organismus findet genau das Gleiche statt, mit Geld und Vermögen. Die wachsen krebsartig, werden immer mehr und mehr und mehr. Und das führt zu bestimmten Auswirkungen. Und was wir sehen, was 2007, 2008 passiert ist, mit eintretender Finanzkrise, das war nur ein erstes Wetterleuchten, dass gigantische Geldströme in der Ökonomie fehlen. Und eigentlich hat die Finanzkrise noch gar nicht angefangen. Die steht uns eigentlich noch bevor. Aber sie kommt gleich, warum und wieso. Wie kommen große Vermögen zustande? Wenn wir uns vorstellen, ein tüchtiger Kinderarzt heilt Kinder mit seiner Geisteskraft, mit seiner Händekraft. Und angenommen, er verdient 100.000 Euro im Jahr. Nehmen wir an, er zahlt 25.000 Steuern, braucht 50.000 zum Leben und kann 25.000 Euro im Jahr sparen. Das ist wirklich erarbeitetes Geld, ja, über seine Intuition, über sein Fleiß. Dann kann er, wenn er 40 Jahre arbeitet und 25.000 jedes Jahr spart, 1 Million Euro sich erarbeiten über sein ganzes Arbeitsleben. Und im Prinzip sind praktisch alle Vermögen, die über, sagen wir mal, 1-2 Millionen hinausgehen, beruhen nicht auf Arbeit. Sie beruhen auf Aneignung von Leistung anderer Menschen. Also man kann nicht ein bestimmtes Reichtumsniveau haben, ohne von anderen abgezweigt zu haben. Beispiel Bill Gates, wie ist der reich geworden? Heute 82 Milliarden Dollar. Also er zahlt seinen Werkern bei Microsoft, sagen wir mal, 6.000 Dollar Monatslohn, nicht schlecht. Aber jeder Werker bringt ihm 12.000 Dollar im Monat und die 6 gehören ihm. Er verkauft uns eine Software für 400 Dollar, die kostet ihn aber nur 250. Die 150 fließen an ihn. So wird man reich. Nicht anders. Man kann nicht reich werden durch Arbeit. Das ist eine große Illusion. Man kann nur reich werden über Gewinne, Dividenden, Boden, Mieten, Pachten oder Zinsen. Anders kann man nicht reich werden. Nochmal ein Hinweis auf diese leistungslosen Einkommen. Es gibt sogenannte Assets under Management. Das sind Zahlen von Boston Consulting, eine ganz konservative Unternehmensberatung. Assets under Management, das ist, wenn ich 5 Millionen Dollar oder Euro oder mehr habe, dann darf ich zu Goldman Sachs gehen, dann darf ich zur UBS Bank gehen und sagen, wir kümmern uns um dein Vermögen. Und dann kriege ich jeden Monat einen Auszug oder jedes Quartal oder jedes Jahr einen Auszug. Da muss ich also gar nichts tun. Die machen das, investieren das in Amerika, Asien, Europa, Immobilien, Aktien quer. Ja, das ist absolut, muss man sich gar nicht drum kümmern, kriegt immer nur den Auszug. Und diese Assets under Management weltweit, das sind momentan 152 Billionen Dollar. Das ist ungefähr das doppelte Sozialprodukt und das hat also gar nichts mit Arbeit zu tun, weder Unternehmenseinkommen oder Risiko, gar nichts. Sondern ich gehe zu Goldman und sage, hier habt ihr 10 Millionen, macht mal. Und wenn ihr weniger als 3% habt, dann ziehe ich euch am Ohrwaschel und wechselt zu UBS, weil es zu schlecht macht. Also, es geht hier um leistungslose Einkommen und wenn man nur diese Assets under Management nimmt, rein die Zinsen und Dividenden da draußen, ist schon zweimal das Sozialprodukt von Deutschland. Ja, und das fließt vollkommen ohne einen Finger nur krumm gemacht zu haben. Also ist der Begriff leistungslose Einkommen ist ganz wichtig in dem Kontext. Die alten Israelis, alte Kulturen überhaupt, die wussten von diesen Prozessen und haben deswegen alle 50 Jahre einen Schuldenschnitt gemacht. Weil die wussten, wenn es über lange Zeiträume läuft, dann wird die Verteilung immer ungleicher und die mit dem großen Grundbesitz, die kriegen immer noch ein bisschen mehr dazu und auch die Schafe vom Nachbarn auch, wenn der eine Missernte hatte. Deswegen haben wir alle 50 Jahre ein sogenanntes großes Erlassjahr gehabt. Schuldenschnitt, aber auch Vermögensschnitt. Man musste das Land zurückgeben, das man über Schulden sich erworben hatte. Also bei 3 Mose 25 will nicht fürs Alte Testament werben. Nur hinweisen, dass alte Kulturen das wussten, dass das gefährlich ist. Wenn immer weniger Leute immer mehr konzentrierte Macht haben, dann ist das schlecht für die Gemeinschaft, weil dann läuft die Macht bei immer weniger zusammen. Deswegen dieses große Erlassjahr.
Bei uns, wie gesagt, haben wir momentan 500 Milliarden pro Jahr und wir haben keine Obergrenze. Bei uns ist so, wer halb BMW hat, kann auch halb Mercedes dazu kaufen und halb MAN, spielt keine Rolle. Wir haben nicht diese Regelung der alten Kulturen, sondern wir haben freies Vermögen nach oben, so viel man will. Ah, wieder falscher Knopf. Das führt dazu, diese Prozesse, diese leistungslosen Einkommen führen automatisch dazu, wie ein Naturgesetz, dass die Ungleichverteilung auf der Erde immer größer werden muss. Es geht nicht anders. Das ist also ein Naturgesetz. Und wenn wir uns das anschauen, das sind Zahlen von 1980 bis 2005 ungefähr für Lateinamerika, Asien, Industrieländer, Afrika, Osteuropa. Je größer der Balken, umso ungleicher ist die Verteilung in den Ländern. Und man sieht, auf der ganzen Welt seit 1980 nimmt die Ungleichverteilung zu. Da widerspricht auch kein Mainstream-Ökonom. Sagen alle Leute, das ist so, ob es will oder nicht. Die Ungleichverteilung auf der ganzen Erde hat zugenommen seit 30 Jahren. Blick auf die USA. Dieser rote Wurm hier gibt wieder, wie viel die obersten 1% der US-Bevölkerung vom Sozialprodukt abbekommen. Wenn wir uns Sozialprodukt abdenken als der Kuchen, der jedes Jahr gebacken wird, und welches Kuchenstück kriege ich ab von diesem Kuchen? Und da sieht man, die oberen 1% haben jetzt von 1950 bis 1980 ungefähr 10% vom Kuchen abbekommen, also so ein Stück. Das sind Zahlen vom Wall Street Journal. Wall Street Journal ist ganz, ganz knochenkonservativ, sagt Kapitalismus ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Mit Ronald Reagan steigt es an und der Anteil wird 23%. Also 1% der US-Amerikaner kriegen ein Viertel Kuchenstück ab. Ja, so viel kann man gar nicht essen, ja, da kriegt man Bauchweh. Und die US-Wirtschaft hat Bauchweh, weil dieses Kuchenstück fehlt an anderer Stelle. Wir werden ja gleich sehen, in welcher Form. Das ist also eine sehr, sehr dramatische Situation eigentlich. Und wenn wir die letzten 100 Jahre anschauen, sehen wir, dass nur ein einziges Mal ein ähnlich hohes Maß war wie 2007, das war 1928. Das ist unbequem, weil nach 1928 kam die große Depression, ja, Aktiencrash, Vermögensvernichtung, hat die Reichen stärker getroffen als die Armen, hat nicht gereicht, dann kam der Zweite Weltkrieg, wieder ein großer Egalisierer. Und so sind selbst die USA, obwohl auf deren Territorium keine Kampfhandlungen waren, außer Pearl Harbor, starten die USA mit einem sehr großen Maß an Gleichverteilung nach dem Zweiten Weltkrieg, wie fast die ganze Welt. Dann arbeiten diese Dividendenströme, Zinsströme, Pachtenströme, arbeiten, hätte schon längst eigentlich steigen müssen, aber die Amerikaner haben sehr hohe Steuern erhoben, im Vietnamkrieg und so weiter. Dann kam Ronald Reagan, hat einen Tax Cut gemacht, Steuersenkungen und dann springt es nach oben. Aber der Trend ging schon die ganze Zeit, dass das Einkommen ungleicher werden muss über diese Leistungsströme. Was sind jetzt die Auswirkungen? Ökonomisch ist daran wichtig, reiche Leute sparen mehr. Ja, Familie Quandt, Johanna Quandt, Stefan Quandt, ja. Tochter Klatten, die gehört halt BMW, die kriegen umgerechnet pro Tag ungefähr 1 Million Euro auf Girokonto, nur Dividende von BMW. Aber BMW schüttet nur einen kleinen Teil aus von dem Gewinn. Und sie sind nicht die ganze, die haben noch andere Einnahmequellen. Wenn sie 1 Million auf Giro kriegen, vor oder nach Steuern, so viel können sie nicht konsumieren. Also die Sparquote bei wohlhabenden Menschen ist sehr, sehr hoch. Das soll dieses Bild ausdrücken. Ja? Die ganz Reichen sind hier nicht drauf. Also Reiche sparen mehr als arme Schlucker. Im Gegenteil, die armen Schlucker, die geben mehr aus, als sie haben und bauen Schulden und laufen in die Schuldenfalle. Also rein ökonomisch gesehen, wir sehen seit 30 Jahren, Ungleichverteilung nimmt zu. Die Reichen kriegen immer einen größeren Teil vom Kuchen ab. Ich sage nicht, dass die Armen ärmer werden. Viele Arme sind auch. Das sind auch Reiche geworden, vor allem in den China. Aber die Reichen kriegen einen größeren Teil vom Kuchen ab, Sparquote steigt. Das hat bestimmte Auswirkungen. Nämlich steigende Sparquote ist erstmal super, wir haben viel Geld, es ist viel Kapital da. Ich war in 3 Banken bis 2002 und in allen 3 Banken, 7 Jahre als Investmentbanker, und in allen 3 Banken war es so, dass wir haben so viel Geld, macht's was damit. Ja, auf der Passivseite, es ist zu viel Geld da. Da haben sie gesagt, machen wir Investmentbanking, weil das ist noch lukrativer als vieles andere. Also, in allen 3 Banken habe ich das so erlebt, dass ein Kapitalüberschuss da war, keine Knappheit. Und dieser Kapitalüberschuss ist ja auf den ersten Blick erstmal super, die Zinsen sinken. Wenn die Zinsen sinken, was machen wir? Ah, können wir bauen. Super, werden Häuser entstehen, kommen aus der Landschaft raus, das ist ja eigentlich erstmal was Großartiges. Häuser entstehen, die Industrie investiert, Arbeitsplätze entstehen, Sozialprodukt wächst, Löhne wechseln, also klasse, wo ist das Problem?
Problem ist, man kann zu viel davon haben. Zum Beispiel in Spanien stehen momentan 2 Millionen Häuser leer. Die haben 15 Jahre lang so viele Häuser gebaut, dass sie jetzt eigentlich 10 Jahre keins mehr brauchen. Und die hatten vorher ein Siebtel der Bevölkerung im Haus bauen, das haben sie 10 Jahre, dann brauchen es die Leute nicht mehr. Deswegen sind sie heute in Depression. Ja, man kann zu viel bauen, dann ist es totes Kapital. Wenn Sie durch Spanien schauen und sehen diese Hausruinen, halbfertig, dreiviertel fertig, das ist ganz übel. Ja, erst wird es künstlich gepusht und dann fällt man runter und die haben heute Jugendarbeitslosigkeit über 50% in Spanien. Ja, jeder zweite Jugendliche sagt, man bleibt daheim, wir brauchen dich nicht. Also wir ahnen, wenn was zu viel da ist, wenn was krebsartig wächst, ist es nicht gut für den sozialen Organismus. Der spanische Ökonom Montalvo hat 2008 von einem Immobilientumor in Spanien gesprochen, ein wahres Wort. Ja, und nicht nur in den Immobilien haben wir tumorartige Entwicklungen, sondern auch bei Goldrohstoffen, Lebensmitteln ist ganz viel spekuliert worden, bei Unternehmenskäufen, das habe ich selber als Investmentbanker viel gemacht, und auch die Industrie hat viel, viel Kapazitäten aufgebaut. Und wie wir sehen, wir haben viel mehr, als wir eigentlich brauchen. Nämlich, warum mehr, als wir brauchen? Das Bild hier soll wiedergeben. Hier ist BIP, das heißt Bruttoinlandsprodukt, das ist also Wirtschaftskraft. Über die letzten 30 Jahre, von 1980 bis 2012, 13, ist die Weltwirtschaft sehr, sehr stark gewachsen. Das ist hier stilisiert dargestellt. Die Weltwirtschaft ist in diesen 30 Jahren um ungefähr ähnlich wie die USA gewachsen, um 135%. Also die reale Wirtschaftsleistung hat sich verzweieinhalbfacht beinahe, die letzten 30 Jahre. In den USA hat sich die Wirtschaftsleistung um 131% erhöht. Pro Kopf in den USA ist es um 66% gestiegen. In einer Generation, also immerhin, ja, pro Kopf. Jeder hat statt 3 Burger jetzt 5 Burger, statt 3 Handys 5, statt 3 Autos 5. Ja? Also 66% ist eine ganze Menge. Pro Kopf Wachstum in den USA war sehr stark. Aber das sind Zahlen der US-Regierung. Aber die Medianeinkommen in den USA sind im selben Zeitraum um 8% gewachsen. Zahlen der US-Regierung nach Inflation. Was sind die Medianeinkommen? Medianeinkommen sind die Einkommen von dem Haushalt, der genau in der Mitte ist. Also wo die Hälfte mehr verdient und die Hälfte weniger. Also nicht das Durchschnittseinkommen, weil Bill Gates und Obdachlose sind im Durchschnitt immer noch Millionäre pro Monat. Sondern Median gibt ungefähr das wieder, was die Masse der Leute verdient. Ja, wenn die Hälfte mehr, die Hälfte weniger ist. Ist ein Indikator für die Masseneinkommen. Und wo ich die Zahlen gelesen habe, vor 2 Jahren, dachte ich mir, wie kann das sein? Wir haben die ganzen Burger gegessen, wir haben die ganzen Autos gekauft, die ganzen Handys und Häuser. Ja, wie kann das sein, dass 66% mehr ist und die Einkommen steigen aber nur um 8%? Das geht doch gar nicht, weil Massenproduktion, die Amis haben vor der Krise 16 Millionen Autos pro Jahr gekauft. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Fernseher und Handys. Ja, Massenproduktion geht ja nur, wenn Massennachfrage da ist, wenn die Leute es kaufen. Massennachfrage geht ja nur, wenn die Masseneinkommen da sind. Und die Masseneinkommen sind nicht da, sagt die US-Regierung selber. Das sagen auch andere Untersuchungen. Also, das war mir wirklich ein Phänomen. Wir haben das ganze Zeug gekauft. Das geht ja gar nicht. Ich kann keine Massenproduktionsgesellschaft ohne Masseneinkommen haben. Naja, die Lösung ist Kredite. Ja, die Leute sind shoppen gegangen, ohne Geld zu haben. Das zeigt die Zahl hier. Das sind die realen Haushaltsschulden in 16 OECD-Ländern, wieder Zahlen von Boston Consulting. 16 Industrieländer, also fast alle, die Schulden der privaten Haushalte nach Inflation. Real sind diese gelbe Linie hier, ist von 1980 bis 2010 von 100 auf 600 gestiegen. So einfach ist das. Also die Schulden der privaten Haushalte in den Industrieländern haben sich in den letzten 30 Jahren versechsfacht. Und jeder, der nicht gerade Ökonom ist, sagt, naja, nochmal 30 Jahre geht nicht, weil das ist eine Versechsunddreißigfachung und dann hätte jeder 200.000-300.000 Euro Schulden, das ist zu viel. Kann man ja gar nicht zurückzahlen. Ja. Also, das sind die Zahlen zu diesem Keil. Also, hier hat sich so ein Keil gebildet, ist künstlich die Nachfrage hochgepoppt worden, die überhaupt nicht da ist. Und wie lange geht die Party gut? Die geht so gut, solange das Geld fließt, solange die Banken das Geld nehmen, von den wohlhabenden Menschen nehmen, channeln, den normalen Leuten geben und die gehen shoppen. Häuser, Autos, Handys und so weiter. Solange funktioniert es. Und wenn dieser Strom aber abbricht, dann haben wir ein Problem. Weil dann sehen wir plötzlich, naja, ein Drittel unserer Produktion brauchen wir gar nicht. Wir haben viel zu viel.
Und das ist genau das, was jetzt in Griechenland, Spanien passiert ist. Weil die haben das Problem gehabt, die haben aus dem Ausland die Kredite gekriegt und 2008 hat das Ausland die Kredite abgedreht. Und jetzt stellen die Griechen und Spanier, die armen Kerle, ja, ohne jeglichen Vorwurf, stellen fest, wir können uns ja viel weniger leisten und die kaufen dann nur noch ein Fünftel so viele Autos wie vor 7 Jahren, die Griechen. Das ist ein Fünftel. Ja, 4/5 werden nicht mehr gekauft, weil kein Geld da ist. Das ist das eine. Das andere ist, die eigentlich viel interessantere Frage, wieso haben die USA eigentlich nicht den Weg von Spanien bis jetzt eingeschlagen? Weil ehrlich gesagt, die privaten Haushalte haben gar nicht so viel Geld, um die Produktion aufrechtzuerhalten. Ja, eigentlich haben die USA, England, Italien, Deutschland den gleichen Weg, den spanischen Weg vor uns. Ja, warum bislang nicht? Naja, Obama geht shoppen. Obama gibt 10-12% vom BIP aus, jetzt nur 4. Die Notenbank druckt Geld, hat die Geldmenge 5-6-facht. Also Obama sagt, ich zahle jetzt meine Beamten und Straßen und die Notenbank gibt ihm erheblich Geld und dadurch hält die Ökonomie da oben, wo sie ist. Also das sind eigentlich Phänomene, die könnten auf Dauer nicht halten. Eigentlich muss man sagen, in den USA ist momentan jede dritte Fabrik zu viel. Jede dritte Fabrik zu viel heißt jede dritte Arbeitsplatz zu viel. Das ist die Realität. Die Weltnachfrage, wenn Sie so zusammenzählen, Deutschland, England, Frankreich, die Weltnachfrage ist hier unten, die Weltproduktion ist hier oben und weltweit gesehen ist jede vierte Fabrik zu viel. Ja, und jede vierte Fabrik abbauen, das heißt, wir stehen vor Zuständen wie 1932, 1933, ja, Massenarbeitslosigkeit. Das ist die reale ökonomische Situation, wenn Sie die Zahlen analysieren, Massenkaufkraft, Massenproduktion, haben wir einen ziemlichen Keil. Und das wird jetzt eines Tages sich realisieren, dass viele, viele Länder in der industriellen Welt eigentlich diesen spanischen Weg vor sich haben. Und dann wird es ziemlich unbequem, ja? Dann haben wir Massenarbeitslosigkeit. Das Phänomen hat ein österreichischer Philosoph 1914 erwähnt. Der hat damals gesagt, es wird heute für den Markt ohne Rücksicht auf den Konsum produziert und dann wartet man, wie viel gekauft wird. Diese Tendenz wird immer größer werden, bis sie sich in sich selbst vernichten wird. Es entsteht dadurch im sozialen Zusammenhang genau dasselbe, was im Organismus entsteht, wenn ein Karzinom entsteht. Ganz genau dasselbe. Eine Krebsbildung, eine Karzinombildung. Kulturkrebs, Kulturkarzinom. Also was wir sehen, das Geld, diese leistungslosen Einkommen, jetzt für Deutschland zu sprechen, 500 Milliarden pro Jahr, bei einem Volkseinkommen von 1500 Milliarden bei privaten Ausgaben, diese leistungslose Einkommen, die müssten eigentlich zu den leistungslosen Menschen, zu den Kindern, zu den Alten, zu den Arbeitslosen, denen in Ausbildung, da gehört es, die Renten haben eine ökonomische ganz wichtige Funktion. Die müssten eigentlich zu den Menschen, die nicht arbeiten können. Und stattdessen, statt dass wir es den Menschen geben, die nicht arbeiten können, geben wir es in private Vermögen, sehr willkürlich, vollkommen leistungslos, fast vollkommen leistungslos. Dort weiß das Geld nicht, wo es hin soll, wächst und wächst und sucht noch eine Anlage und noch eine und baut noch eine Fabrik und noch ein Auto und noch ein Haus. Keiner braucht es. Und deswegen haben wir Wachstumsprozesse, die wirklich krebsartig sind, sodass unser Wirtschaftskörper eigentlich durchkrebst ist. Und irgendwann mal merkt man, wir brauchen das ganze Krempel gar nicht. Und da fliegt es uns um. Vor der Situation stehen wir jetzt. Weil die Grundkonstruktion ist vollkommen falsch. Diese leistungslosen Einkommen, diese Renteneinkommen gehören eigentlich zu den leistungslosen Menschen und da geben wir es genau nicht hin, sondern wir geben es zu anderen Menschen relativ willkürlich. Und wenn wir das nicht ändern, bis die alten Kulturen gemacht haben, dass wir einen Schnitt machen, dann fliegt uns das Ganze in wenigen Monaten oder Jahren, wann, weiß ich nicht, aber dass es uns um die Ohren fliegt, wenn wir so weitermachen, das ist ganz sicher. Rein von der ökonomischen Analyse her haben wir viel zu viel. Also das sagt dieser österreichische Philosoph und er sagt 1914, liebe Mitmenschen, wir können das Problem, wir haben Überkapazitäten auf der Welt, wir können es auf zwei Art und Weisen lösen, mit Vernunft und ohne Vernunft. Ja, und er sagt es 1914 im April, wer? Im August 1914, kommt's? Wer war denn das? Also, das sage ich hinterher. Kommt noch. Dann kommt der Erste Weltkrieg, der zu einer Bereinigung drängt, weil Mitteleuropa wird extrem geschwächt. Aber der Erste Weltkrieg reicht nicht, die Kapazitäten zu vernichten, weil in Japan entstehen riesige Produktionsanlagen, in den USA, in Großbritannien entstehen Produktionsanlagen. Reicht nicht. Dann wird aufgebaut bis 1929, haben wir wieder Überproduktion, haben wir dasselbe Phänomen wieder wie 1914 und gelöst wird es dann 1939-45. Ja, Mitteleuropa ist ökonomisch. Ich will rein ökonomisch, ohne Schuldzuweisung. 1939 bis 1945, Mitteleuropa wird dem Erdboden gleichgemacht.
Teile Ostasiens, Hiroshima und Nagasaki, werden im Erdboden gleichgemacht und wir haben ein Match. Angebot und Nachfrage sind wieder im Lot, wir können wieder loslegen für die nächsten 70 Jahre und stehen heute vor derselben Situation wie 1914 oder 1929. Ja, und dann sagt man, der Krieg bricht über uns herein, diese Vernichtung muss in irgendeiner Form kommen, weil ein Viertel ist zu viel. Ein Viertel muss werden. Und wir können es friedlich machen oder unfriedlich machen. Wir stehen heute vor einer ähnlichen Situation wie vor 100 Jahren oder auch wie 1929 oder 1939, je nachdem, wie man will. Das rein von ökonomischen Zahlen her, ein Viertel ist zu viel und auf Dauer kann man das nicht halten. Noch ein Blick auf die USA von 1923 bis 1941. Nur diese Linie hier ist die Arbeitslosenquote in den USA. Die war von 23 bis 29 extrem niedrig, 4% oder weniger Vollbeschäftigung. Super viel investiert worden, die Gewinne sind explodiert, die Löhne sind stagniert. Dann kam der schwarze Oktober 29, Arbeitslosigkeit geht hoch auf 25%. Jeder vierte US-Amerikaner hat keine Arbeit mehr. Es sinkt dann ab, 37 auf 14%, geht wieder hoch. Und noch 1940 ist es bei 14%. Und das Bild habe ich auch beunruhigt, weil die USA waren 10 Jahre in der Depression. Sie sind nicht aus der Depression rausgekommen. Sie haben den Karren nicht aus dem Dreck gekriegt. Das ist eigentlich ziemlich beunruhigend. Die ökonomische Lösung, jetzt ohne jegliche Schuldzuweisung nach Pearl Harbor, 16 Millionen Boys, Atlantik, Pazifik, Arbeitslosigkeit gelöst. Also das ist das Beunruhigende, dass es nicht auf friedliche Weise gelöst wurde 1939, sondern dass die Amerikaner nicht aus dieser Depression rausgekommen sind. Papst Pius der XI., ich bin kein Anhänger der katholischen Kirche und auch kein Mitglied, der sagt in einer Enzyklika vom Mai 1931, als es Europa sehr, sehr schlecht geht und USA hohe Arbeitslosigkeit, sagt in dieser Enzyklika, am auffallendsten ist heute die geradezu ungeheure Zusammenballung nicht nur an Kapital, sondern an Macht und wirtschaftlicher Herrschgewalt in den Händen Einzelner. Zu Ungeheuerlichkeit wächst diese Vermachtung der Wirtschaft sich aus bei denjenigen, die als Beherrscher und Lenker des Finanzkapitals unbeschränkte Verfügung haben über den Kredit und seine Verteilung nach ihrem Willen bestimmen. Mit dem Kredit beherrschen sie den Blutkreislauf des ganzen Wirtschaftskörpers, ein wunderschönes Bild. Das Lebenselement der Wirtschaft ist derart unter ihrer Faust, dass niemand gegen ihr Geheiß auch nur zu atmen wagen kann. Eine ausgezeichnete Analyse der Zustände von 1931, besser als alles, was alle Nationalökonomen damals gesagt haben zur Krise, in meiner Einschätzung. Nationalökonomen haben damals vollkommen versagt, die konnten die Krise überhaupt nicht erklären. Ein führender späterer Nationalökonom hat 1931 in den USA, in New York, VWL studiert und sagt, was ich hier in diesem Klassenraum höre, hat 0,0 mit dem zu tun, was draußen in der Realität ist, nämlich Millionen von Arbeitslosen. Während der Papst, ist sehr umstritten, ja, Papst Pius XI., bringt es extrem klar auf den Punkt. Ein zweiter Zeitzeuge, Edouard Daladier, der mächtigste Politiker Frankreichs in der Zwischenkriegszeit, war mehrfach Kriegsaußen Premierminister, hat mit Hitler die Münchner Verträge unterschrieben. Er sagt 1935, infolge der Durchsetzung der Verwaltungsräte, das sind in Deutschland die Aufsichtsräte, die die Industrie kontrollieren, sind in diesem Land der individualistischen Demokratie, Frankreich, 200 Familien die unbestrittenen Gebieterinnen nicht allein der französischen Wirtschaft, sondern auch der Politik selbst geworden. Solche Gebilde hätte nicht einmal Richelieu im Königreich Frankreich geduldet. Also zwei Kernaussagen. Heute ist es schlimmer als vor der Revolution. Ja, was die Adelsoligarchie gemacht hat, ist ein Pappenstiel gegen das, was wir heute sehen, an Industriekapitalmacht. Und zweitens, ich, der mächtigste Politiker von Frankreich, ich regiere nicht, sondern 200 Familien regieren. Also es deutet hin auf einen großartigen Missbrauch von Demokratie, ein großartiges Scheingebilde von Demokratie, was eigentlich mit Demokratie überhaupt nichts zu tun hat, sondern Demokratie als Instrument benutzt wird von wenigen sehr, sehr einflussreichen, sehr kapitalkräftigen Menschen, die durch die Demokratie hindurch regieren und jeder meint, er hat trotzdem eine Stimme und kann wählen und bestimmte Politik. Ja, eine ziemliche Illusion laut Daladier. Also die Argumentation geht wie folgt. Wir haben eine bestimmte Eigentumsordnung in Deutschland, in den USA, in der ganzen westlichen Welt, die heißt,
Unbeschränktes Eigentum an allen Vermögensarten ist gut, richtig und wichtig. Muss so sein. No limit. Darf man nicht einschränken. Wenn man das einschränkt, dann kommen wir ins Chaos. Zweitens, Zinseszins ist gut, richtig und wichtig. Wenn wir nur diese beiden Grundannahmen haben, diese Axiome, muss über ein Naturgesetz eine Ungleichverteilung zunehmen. Das geht nicht anders. Auch in der Geschichte ging nie anders. Die Sparquote steigt. Zunächst müsste das Superkapitalangebot weltweit steigen, aber es bilden sich über Investitionen krebsartige Strukturen. Auf der anderen Seite bleibt die Massennachfrage zurück. Wir haben Überschuldung und jetzt stehen wir vor einer schweren Bereinigung. Das also Stand hier und heute. Wann es kommt, weiß ich nicht. Dass es kommt, wenn wir nichts ändern, was primitiv einfach wäre, fliegt uns das Ganze jetzt irgendwann mal um die Ohren. Papst Franziskus, noch ein Papst, ich zitiere. Also ich bin nicht Mitglied der katholischen Kirche. Ja. Aber Sie können das werden. Aber man könnte es jederzeit werden, ja, Sie weisen eigentlich ab. Aber nein, die Aussagen von Papst Franziskus, die sind momentan einfach teilweise nur genial. Und besser als alles, was wir in Ökonomen lesen können. Es ist wirklich phänomenal, was dieser Mann sagt. Es hat auch viele Schattenseiten, wenn Sie schauen. Die Maßnahmen, die er vorschlägt, die sind sehr, sehr traurig. Nämlich gar keine. Aber die Analyse ist einfach brillant, ja. Deswegen zitiere ich ihn. Nicht, weil ich irgendwie für die katholische Kirche werben kann. Er sagt am November letzten Jahres, genau vor einem Jahr, in dem Schreiben Evangelii Gaudium, Freude der Evangelien, wir stehen hier und heute vor einer großen Verantwortung, weil einige gegenwärtige Situationen, falls sie keine guten Lösungen finden, Prozesse einer Entmenschlichung auslösen können, die dann nur schwer rückgängig zu machen sind. Also was könnt ihr damit meinen? Jetzt rein ökonomisch haben wir riesige Überkapazitäten. Wenn die zusammenbrechen und wenn wir ins soziales Chaos und Massenarbeitslosigkeit kommen, dann gibt es Unruhen. Und dann kann leicht der Ruf nach einem starken Mann oder starken Frau kommen, Polizei, Militär, und dann kann sehr schnell zur Diktatur kommen. Und wenn einmal die Schwarzhemden marschieren, Italien, oder Rothemden, Moskau, oder Braunhemden bei uns, dann kriegt man sie so leicht nicht wieder los. Ja, diese Prozesse der Entmenschlichung, wenn die einmal einsetzen, und vor der Gefahr stehen wir heute, dann kriegt man die nicht leicht wieder los. Also das ist fast schon gänsehauterregend. Und den Eindruck, der Papst ist geradezu hellsichtig, wenn er sieht, welche Gefahren über uns schweben. Sagen wir mal so. Ein anderes Zitat: Der Mensch an sich wird wie ein Konsumgut betrachtet, das man gebrauchen und dann wegwerfen kann. Eine ausgezeichnete Feststellung, ja. Während die Einkommen einiger weniger exponentiell steigen, er verwendet sogar dieses Wort, sind die der Mehrheit immer weiter entfernt vom Wohlstand dieser glücklichen Minderheit. Dieses Ungleichgewicht geht auf Ideologien zurück, ich nenne es Axiome der Ökonomie, die sagen, so muss es sein, die absolute Autonomie der Märkte und die Finanzspekulation verteidigen. Also er sagt sogar, diese Exponentialfunktion, die ist so Kern dieses Problems, das wir haben. Also vorzügliche Analyse. Dieses Jahr im Juni hat er noch eins draufgesetzt in der spanischen Zeitung La Vanguardia, denn es ist ja fließend spanischsprachig, da hat er gesagt, damit das System, damit meint er den Kapitalismus, fortbestehen kann, müssen Kriege geführt werden, wie es die großen Imperien immer getan haben. Einen dritten Weltkrieg kann man jedoch nicht führen und so greift man eben zu regionalen Kriegen. Also er sagt sogar, die Gefahr, dass wir diese Überkapazitäten über Aggression nach außen lösen, steht unmittelbar bevor. Er sagt, wir brauchen einen Krieg. Der Kapitalismus mit diesen krebsartig wuchernden Strukturen, circa alle 70 Jahre, fliegt uns das um die Ohren über Chaos, Bürgerkrieg, Krieg, was auch immer. Es braucht ein Ventil. Und der Papst sagt dies. Er sagt, wir brauchen den nächsten Krieg, wie die großen Imperien immer es gebraucht haben, sagt er vorher. Und dann so mit Blick auf Ukraine, ja, das ist ja ziemlich, gänsehauterregend, was er da sagt. Also, Rolle von Medienpolitik und Wissenschaft. Warum berichten die Medien über die Phänomene, die ich hier aufgezeigt habe, die sie alle über Zahlen vom Sachverständigenrat, unsere führenden Ökonomen, die Zahlen sind alle ganz offizielle Zahlen. Warum wird da wenig darüber berichtet in den Medien, vorsichtig ausgedrückt? Naja, zum Beispiel 2013 ist in Madrid der historische Plaza del Sol, der Platz der Sonne, umbenannt worden.
Der heißt jetzt so. Auf allen Stadtplänen, U-Bahn-Stationen, wie Marienplatz, das ist Vodafone-Marienplatz. Also haben die Spanier gemacht, ein genialer PR-Coup von Vodafone, für 3 Millionen Euro, 2 Jahre lang, überall steht Vodafone in Madrid. Also großartig, PR-mäßig. Aber so mancher Madrid-Einwohner, mancher Madrilene war ziemlich stinkig drüber. Und sagt, jetzt verkaufen wir unser Herz an einen angelsächsischen Großkonzern. Aber von dieser Wut in der spanischen Bevölkerung war in den großen Zeitungen nichts zu lesen. Die haben gesagt, so ist es. Warum nicht? Naja, die Zeitungen sind ziemlich schlecht in Spanien, 25% Arbeitslosigkeit. Vodafone ist ein großer Anzeigenkunde. Ja, und die Hand, die mich füttert, die beiß ich nicht. Nichts zu Vodafone, weil sonst verlieren wir die Einnahmen und sind wir vielleicht pleite. Also, je mehr Werbung wir in den Medien haben, umso einseitiger werden wir informiert. Ich sage nicht, dass sie lügen, aber bestimmte Dinge lesen und hören wir einfach nicht. Wir haben eine bestimmte Auswahl getroffen. Und 40% der deutschen Zeitungen sind, also 40% der Einnahmen der deutschen Zeitungen sind Werbung. Also wir haben viel Werbung in unseren Printmedien und noch stärker in unseren TV-Medien. Die Privatsender sind 100% werbefinanziert. Da kann man davon ausgehen, dass die Berichterstattung immer schräg ist. Bestimmte Dinge lesen wir da einfach strukturell nicht und hören strukturell nicht. Und noch spannender wird es, wenn man schaut, wem gehören eigentlich unsere Medien? Und da sehen wir sehr schnell, das sind eigentlich sehr wenige Familien, denen die Medien gehören. In Deutschland kann man 2 Familien nennen, konkret 2 Frauen, denen vielleicht ein Viertel oder die halbe deutsche Presselandschaft und Medienlandschaft gehört. Nämlich Liz Mohn, Bertelsmann-Gruppe, größter Medienkonzern Europas. Täglich sehen in Europa 170 Millionen Menschen Bertelsmann, Liz Mohn und Friede Springer, die Bild-Zeitung, Springer Verlag. Und allein diese beiden Frauen kontrollieren einen recht großen Teil unserer Medien. Ja, und wenn Sie schauen, wem der Rest gehört, das sind eigentlich sehr wenige, denen die Medien gehören. Und das sind sehr reiche Menschen. Wir sind alle unter den Top 500 im Manager-Magazin. Und wenn jetzt jemand sagt, also hör mal her, ihr seid deswegen Multimillionäre oder Milliardäre, weil ihr leistungslose Einkommen von den Menschen euch nehmt, in Form von Dividenden, Zinsen und Mieten und Pachten, halt, 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 das will ich in meiner Zeitung nicht lesen, weil ich bin so reich, weil ich so tüchtig bin oder so hübsch oder so gute Ideen habe, aber das schreiben wir nicht in der Zeitung und ich bestelle den Chefredakteur und der Chefredakteur bestellt den Redakteur und der obersticht dann runter und bestimmte Dinge lesen wir nicht in der Zeitung. Ja, denn die Eigentümer der Medien sind sehr, sehr reich und die wollen, auch da werden wir über eine Schräge desinformiert. Bestimmte Dinge lesen wir einfach nicht und hören wir und sehen wir im Fernsehen nicht. Es gibt auch einige wenige sehr vorzügliche Sender, zum Beispiel Arte oder so, so ein paar öffentlich-rechtliche, ja, und auch einige Sender. Aber die große Masse der Medien ist sehr, sehr doppelt einseitig. Über Werbung infiltriert und über die Eigentumsverhältnisse schräg, sodass wir bestimmte Dinge nicht hören. Rolle der Politik. Naja, wenn wir mal schauen, letztes Jahr war Kanzleramtsminister Eckhard von Kläden. Wusste man, der geht zu Daimler eine Führungsposition und da wurde ihm nahegelegt, im März, dass er soll sein Amt niederlegen, hat er nicht gemacht. Und jetzt laufen Bestechungsprozesse gegen ihn, staatsanwaltlich, wegen Vorteilsnahme, weil ein amtierender Minister, wenn er weiß, dass er hinterher bei Daimler arbeitet, die Möglichkeit hat, Gesetze für Daimler positiv zu beeinflussen. Ja, manche sprechen Bosheit von Bezahlung danach. Kurt Beck ist 6 Monate nach seinem Ausscheiden zu Böhringer Ingelheim, großen Pharmakonzern, gegangen. Ilse Aigner, will ich es mal übergehen. Man kann allgemein sagen, die Politik ist sehr, sehr freundlich zu Kapitalinteressen, äußerst freundlich und es wirft auch keine guten Prognosen auf das TTIP, was in meinen Augen hochgradig schädlich ist für 99% der Menschheit, aber es ist im Sinne der oberen 1% und deswegen wird es vermutlich kommen. Also, Politik ignoriert vollkommen alle Gegenargumente. Jetzt ist vor kurzem eine Studie erschienen von dem Wissenschaftler Capaldo, Oktober 14, letzten Monat, hat mir Herr Brandt zugeschickt, der sagt, die ganzen Angaben, die gemacht werden, die stimmen alle nicht. Wir werden noch nicht mal mehr Wirtschaftswachstum haben, wir werden Wirtschaftsschrumpfung haben durch TTIP. All diese ganzen Argumente werden von der Politik heroisch ignoriert. Das hat bestimmte Gründe. Hat bestimmte Gründe, auf die komme ich gleich noch, in dem Teil geistige Hintergründe. Warum versagt die Wissenschaft? Ja, die Wissenschaftler sind viele davon total nette Kerle. Ja, die wollen das Beste für unser Land, niedrige Arbeitslosigkeit, niedrige Inflation. Die wollen wirklich das Beste. Ja, die sind ja nicht gekauft von der Industrie, jedenfalls die meisten in Deutschland.
Jetzt schauen wir uns mal die Vorhersage vom Sachverständigenrat, unsere fünf Weisen, die Frau Merkel beraten. Also die wirklich fünf der besten deutschen Volkswirte. Die haben im November 2008 Vorhersage für nächstes Jahr gemacht. Na, im November sieht man ungefähr, wo steht unsere Ökonomie, wie wird es ungefähr nächstes Jahr laufen. Ja, vor allem, wenn ich Profi bin, sollte ich das ungefähr wissen. Also das waren die Vorhersagen für Deutschland, für andere Wirtschaftsräume. Und das war das, was 51 Wochen später, nicht mal ein Jahr später, war das raus, das Ergebnis. Ja, sie waren nicht gut. Sie waren eigentlich radikal daneben. Man könnte auch sagen, die haben hier in Hörsaal irgendwas unterrichtet und wussten gar nicht, was draußen vor sich geht. Nicht den Hauch einer Ahnung. Die englische Queen hat im Herbst 2009 gesagt, als wir in einem riesigen Slump waren, Millionen Arbeitslose, why did no one see it coming? Ihr brillanten Volkswirte, wieso hat es mir keiner gesagt, dass wir dieses Jahr so einen Slump haben und Massenarbeitslosigkeit? Ihr habt es immer gesagt, alles wird gut. Hat leider nicht gestimmt. Als es bergauf ging, war es wieder vollkommen daneben. Und das ist insofern tragisch, weil die wollen ja die Wahrheit ermitteln. Und sie können es aber offenbar nicht. Und sagt eigentlich jeder, die Mainstream-Ökonomie hat total versagt auf diesem Gebiet. Nicht auf allen, aber auf diesem Gebiet vollkommen versagt. Was steckt da dahinter? Es ist eigentlich relativ einfach. Um führende Wissenschaftler, Ökonomen zu werden in der ganzen westlichen Welt, müssen sie sich habilitieren nach der Doktorarbeit. Das ist heute zwei Aufsätze schreiben in einem von 70 führenden Ökonomiejournalen. Die sind eigentlich fast alle in Amerika, ein paar noch in England, sind alle englischsprachig. In diesen Journalen, die basieren die Theorien auf vier, fünf Axiomen. Zum ersten Axiom, Eigentum in unbegrenzter Höhe an allen Vermögensarten ist gut, richtig und wichtig. Zweites Axiom, Zins und Zinseszins ist gut, richtig und wichtig. Und jetzt nehmen wir an, jetzt schreibt jemand einen Aufsatz und sagt, also hör mal her, das mit dem Zins ist so eine Sache, ja, Maria und Josef mit dem Josef-Pfennig, ja, das fliegt uns doch alles um die Ohren. Irgendwann mal. Dann sagen die Journals, tut mir leid, können wir leider nicht veröffentlichen, weil das widerspricht unserem Axiom Nummer 2. Dann werden sie kein Wissenschaftler. Also wer das irgendwie in Frage stellt, diese Glaubenssätze, es sind Glaubenssätze, es sind keine Wahrheiten, es sind Dogmen. Wer das in Frage stellt, wird kein Ökonom, so einfach ist es. Um sich zu habilitieren, müssen sie vorher die Doktorarbeit schreiben. Doktorarbeit, davor Masterarbeit, davor Bachelor. Und ab dem ersten Semester unterrichten wir Ökonomen, Zins und Zinseszins ist gut, richtig und wichtig. Unbeschränktes Eigentum an Vermögen ist gut, richtig und wichtig. Und meine Tochter sitzt im 6., 7. Semester in der LMU, VWL. Nach einem Semester, ich sage, mit dem Zins ist so eine Sache, ich sage, bist du wahnsinnig, das fliegt uns alles in die Ohren. Ohne Zinseszins gehen die Lichter aus. Was? Vermögen? Zweifelst du an? Ja, um Gottes Willen, unsere ganze Ökonomie bricht zusammen. Ja, nach einem Semester schon gewirkt Brainwashing. Sie werden ab dem ersten Semester in diese fünf Axiome reingewaschen. Und dann leben sie da drin, bauen ihr Leben darauf auf. Wenn sie Ökonom werden, brauchen sie 10 Jahre. Dann unterrichten sie das. Und dann kommt, sind sie 40, 45 und kommt irgend so ein Spinner und sagt, Zinseszins ist falsch. Ja, das ist ja ein Irrer. Das kann gar nicht sein, weil ich mache das ja seit 25 Jahren. Und es ist unmöglich, dass ich Unrecht habe, weil dann wäre ich ja suizidgefährdet. Also dann mache ich ja nicht nur, ja, also das ist nicht so ganz einfach. Ja, der Max Planck hat mal gesagt, die neue Theorie in der Physik, seine Quantenphysik, setze ich nicht durch, indem ich meine Kollegen überzeuge, sondern indem ich das den Studenten erzähle und die entscheiden, was richtig ist. Und das ist psychologisch extrem schwer, wenn Sie vor allem als Männer Ihr Leben aufbauen auf bestimmte Glaubenssätze und sich damit identifizieren und dann kommt einer, sie sind 50 und sagt, du hast jetzt dein ganzes Leben lang Schädliches gemacht. Das geht nicht. Also es ist, sagen wir mal, es ist psychologisch sehr, sehr schwer. Deswegen ist es kein, nicht trivial, sondern es ist wirklich sehr, sehr schwer, ab einem bestimmten Alter umzuswitchen. Die Studenten nehmen es alles super auf, aber ab einem bestimmten Alter, jetzt sagen wir mal, immer schwerer. Und falls diese Axiome falsch sind, dann ist auch die ganze Theorie, die darauf aufbaut, falsch. Das ist wie wenn die Ökonomen so einen blinden Fleck in der Brille haben. Also viele Gebiete können Sie vorzüglich analysieren, aber alles, was mit Verteilung, ungleich, krebsartiges Wachstum, Konjunktur zu tun hat, sind die Ökonomen blind. Können es nicht. Das ist also eine objektive Unmöglichkeit und das ist tragisch. Und wenn diese Axiome falsch sind, was sie in meinen Augen sind, die sind nicht nur falsch, sondern hochgradig schädlich und gefährlich, dann sind auch die Ergebnisse falsch und gefährlich. Und das sehen wir, die letzten 5 Jahre waren die Ökonomen vollkommen falsch und nicht nur falsch, sondern auch gefährlich. Gemeingefährlich, sozusagen, für die. Ich meine es ganz ernst. Immer noch. Selbstverständlich, immer noch. Diese alternativen Ansätze von Zinseszins und Vermögen,
keinerlei Eingang in die Mainstream-Ökonomie gefunden. Es gibt so ein paar wenige Science-Stream-Spinner, die sagen, Vorsicht, das ist gefährlich und das sind alles Idioten. Also ich übertreibe ein bisschen. Ne? Wir werden, die werden zu Kongressen überhaupt nicht eingeladen. Ne? Mit, über Dummheiten diskutiert man nicht. Ja. Die ignorieren. Was steckt dahinter? Naja, dahinter ist es relativ einfach. Ein amerikanischer Nobelpreisträger der Ökonomie, der Joseph Stiglitz, bringt es auf den Punkt, der sagt, naja, das ganze System ist of the 1%, for the 1%, by the 1%. Also die obersten 1%, und wenn Sie das Buch genau lesen, meint er eigentlich 0,1%, die haben die Medien in der Hand, dadurch machen sie die Meinung, die haben die Politiker in der Hand, vor allem USA, sagt er schon längst, haben wir nicht mehr one man, one vote, sondern one dollar, one vote. Präsidenten, Abgeordnete werden sehr stark über Parteispenden beeinflusst. Dann haben wir massives Lobbying in den Kammern, also Gesetze. Und die Industrie gehört ihnen eben, den oberen 1%. So einfach ist es. Und Fett schwimmt oben, egal wer gerade bei den oberen 1% ist. Über diese leistungslosen Einkommen, sie müssen ja nichts tun, kriegen sie jeden Tag ein paar Millionen zusätzlich auf Giro. Die profitieren davon und die haben Interesse daran, das auch nicht zu ändern. Sagt Stiglitz, aber er hat recht, ja. Ich finde das in der Hinsicht Anhänger von Stiglitz. Also die haben Vorteile und insofern, nachdem das TTIP zum Wohle der oberen 1% ist, gehe ich fest davon aus, dass es kommen wird. Gerade weil es 99% der Bevölkerung schadet und den oberen 1% nützt, deswegen wird es kommen. Militär hat auch Vorteile. Wenn wir Arbeitslose haben, kann ich leichter rekrutieren, kann auch leicht den Konflikt vom Zaun brechen, wie man so schön sagt. Dann sollte man nicht vergessen, es gibt auch immer Gewinner in Krisen. Nämlich John Pierpont Morgan, dieser Herr hier, war 1907 einer der oder der mächtigste Banker der Erde. Hatte 143 Banken und hat im Frühjahr und Sommer 1907 viele Kredite gegeben in die Wirtschaft über sein Bankensystem. Hat viele davon auf den 20. August terminiert und nicht verlängert. Daraufhin ist ab dem 20. und 22. August der große Crash ausgebrochen, in den USA beginnend, über ganz Europa Millionen von Existenzen ruiniert, Millionen Arbeitslose her in Europa und USA. Er hat dann zwei Monate später für Spottpreise Konkurrenz aufgekauft oder gewartet, bis sie pleite war, hat dann die US-Regierung gerettet und war hinterher ungleich reicher als zuvor. Er und David Rockefeller, die beiden. Sie haben an dieser Krise ungemein profitiert. Schon 1900 hatten diese beiden Familien jede fünfte Fabrik in den USA in der Gewalt. Zwei Familien hatten 20% des Produktivvermögens der USA. Das war vor dieser Krise. Nach dieser Krise hatten sie noch mehr. Also, auf heute übertragen, es ist ziemlich naiv, wenn wir glauben, alle wollen Krisen vermeiden. Die meisten wollen Krisen vermeiden, aber ein paar nicht. Ein paar verdienen sich an Krisen nicht nur dumm, sondern dumm und blöd. Und es ist die Frage, wer stellt die Weichen in welche Richtung? Es gibt auch immer Kriegsgewinner. Ja? Die allermeisten Menschen wollen keinen Krieg, aber auch am Krieg gewinnen manche. Zum Beispiel DuPont, der große Chemiekonzern der USA, musste sich nach dem Zweiten Weltkrieg vor dem Repräsentantenhaus verantworten, warum die Gewinne sich versechzigfacht hatten während des Zweiten Weltkriegs. Versechzigfacht. Das heißt, die Eigentümer von DuPont haben ihr Vermögen versechzigfacht. Das war Munitionlieferung an die USA. Ja, also es gibt auch immer Kriegsgewinne. Und insofern ist es auch naiv zu glauben, dass alle Krieg vermeiden wollen. Es gibt ein paar wenige Branchen, die in den Kriegen, können Sie die Geschichte durchgehen, enorm gewinnen an Kriegen, ja, an Krisen auch. Also was sehen wir? Wir sehen sogenannte plutokratische Entwicklungen in den letzten 30 Jahren. Die reichen wir immer rein. Da sagt man, naja, Geld regiert die Welt, das wissen wir ja schon immer. Ja. Aber das trivialisiert es. Was wir sehen, ist eine Bündelung von Macht bei immer weniger Menschen. Ein Bündel heißt auf Italienisch Il Fascio. Daraus kommt, leitet sich der Begriff ab, Il Fascismo. Wir können auch sagen, wir haben faschistische Prozesse seit 30 Jahren und dann klingt es nicht mehr so witzig, aber es ist der Fall. In meiner Einschätzung haben wir in einem Großteil der Länder dieser Erde faschistische Prozesse seit 30 Jahren im Sinne von Bündelung von Macht bei immer weniger Menschen jenseits jeglicher Demokratie. Das hat 0,0 mit Demokratie zu tun, was wir seit 30 Jahren sehen. Was steckt dahinter? Vermutlich ist Ökonomie nur Werkzeug für noch tiefer liegende Absichten. Zum Beispiel nach dem 9-11 in New York, als die Twin Towers so in sich zusammengesackt sind und das Nebengebäude, ist 6 Wochen später der sogenannte Patriot Act verabschiedet worden. Wirklich in Rekordzeit.
von George W. Bush durch beide Kammern. Und in diesem Patriot Act steht drin, dass bei Verdacht auf Terrorismus man 7 Tage eingesperrt werden kann, ohne Haftbefehl, ohne Anwaltsrechte. Dass man die E-Mails abhören kann, die Briefe öffnen kann, die Bankaccounts checken kann. Alles, was wir letztes Jahr so NSA gelesen haben, ist alles legal seit 9/11. Also geht es um ganz andere Dinge. Da werden Bürgerrechte ausgehebelt, da wird auch mit Angst gearbeitet, um noch vielleicht andere Ziele durchzusetzen. In Europa sehen wir teilweise ähnliche Tendenzen. Gut, ist die Frage, was steckt dahinter? Vielleicht noch 10 Minuten, ist das okay? Ja, ja. Also, um noch eine Dimension tiefer zu gehen, was dahinter steckt, jenseits der Ökonomie. Nehmen wir mal an, der Mephisto würde unsere Wirtschaftsordnung machen. Also Mephistopheles aus Goethes Tragödie Faust, ja, Faust 1, Faust 2, der Mephisto. Der ist ja nicht wirklich der Good Guy. Ja? Das sagt im Teil 2, im 5. Akt von Faust, ihr wisst, wie wir in tief verruchten Stunden Vernichtung sahen im menschlichen Geschlecht. Also er will nicht das Gute für uns. Und nehmen wir an, nicht Frau Merkel oder Obama würde Gesetze machen, sondern Mephisto würde die Gesetze machen. Was würde er machen? Zum Beispiel, er würde plausible, falsche, aber verheerende Axiome einführen, nämlich unbegrenztes Privateigentum ist gut, richtig und wichtig, Zins und Zinseszins ist gut, richtig und wichtig, und dann weiß er, alle 70 Jahre schlägt sich dieses Menschenpack die Köpfe ein. Ja, die rennen voll Hurra an die Wand und führen den Chaos, Krieg, Bürgerkrieg, was auch immer, ja, weil sie wissen genau über diese zwei Axiome, haben wir krebsartige Geschwüre, die irgendwann mal aufbrechen müssen. Wunderbar gelungen. Also im Sinne von Mephistos eine geniale Lösung, ja, die Wunschlösung. Dieses Menschenpakt wird der Früchte beraubt, sie schlagen sich stattdessen die Köpfe ein und werden in niedrige Instinkte getrieben, die bei den Kriegen ja in großartiger Weise hochkommen. Ja. Der Mephisto will ja noch viel andere Dinge, er will, dass die Menschen in dieses Tierische getrieben werden. Er sagt an einer Stelle, er nennt es Vernunft und braucht es allein nur tierischer als jedes Tier zu sein. Ja, das will Mephisto. Er will uns in Situationen der Entmenschlichung bringen, wie auch Papst Franziskus sagt. Ja. Und es kann sein, dass wir in so eine Situation jetzt demnächst kommen. Also wunderbar gelungen. Aus Mephisto-Sicht, Mission completed. Zweitens, ich muss dieses Menschenpack unnötig arbeiten lassen, denn dann haben sie, statt sich den eigentlichen menschlichen Aufgaben zu widmen, nämlich das wahre, schöne und Gute anzustreben, um mit Friedrich Schiller zu sprechen, oder nach Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit zu streben, stattdessen arbeiten, arbeiten, arbeiten. 40-Stunden-Woche und nur so, ich habe da ein Buch dazu geschrieben, jetzt dieses Frühjahr erschienen, nur so als Hinweis, unsere Maschinen heute sind ungefähr 5-mal so produktiv wie die von unseren Eltern. Und die waren 5-mal so produktiv wie die von unseren Großeltern und wir arbeiten immer noch 40 Stunden. Und die Frauen arbeiten jetzt... Ich sage, trotzdem reicht es von der Rente nicht. Und trotzdem reicht es für die Rente nicht. Trotzdem kann ein Viertel der Bevölkerung nicht vom Arbeitseinkommen leben. Bäckerei, Fachangestellte, Friseurin in München, unmöglich, können sie keine Familie davon ernähren. Ist ja eigentlich bizarr. Wie kann das sein in einem reichsten Ende der Welt? Also wir arbeiten in einem Ausmaß Unnötiges, Falsches und Schädliches, dass es eigentlich zum Himmel schreit. Aber das führt jetzt zu weit, das ist ein eigener Vortrag. Im Sinne von Mephisto, genial. Jetzt arbeiten sogar noch die Frauen und geben ihre Kinder in die Kitas, die 1- bis 3-jährigen Kinder. Und wissenschaftliche Studien weisen nach, dass diese Kitas ab dem ersten Lebensjahr, wenn sie 8 Stunden weg sind, die Kinder schwächen auf allen Gebieten. Sie machen sie weniger empathisch, weniger gesellschaftsfähig, weniger beziehungsfähig, zu schlechteren Eltern. Im Sinne von Mephisto, genial, dieses Kita-System hatte die DDR angewendet, um die Menschen zu schwächen, im Kern zu schwächen, den Eltern entreißen, zu unmündigen kommunistischen Bürgern zu machen, die Hurra schreien. Also ich bin ein großartiger Gegner von Marx und Marxismus auf sämtlichen Ebenen. Sowohl theoretisch bin ich Marxismus, absoluter Gegner, wie auch praktisch. DDR, Sowjetunion, Maoismus ist für mich noch viel unmenschlicher als George W. Bush. Also DDR war in meinen Augen ganz überwiegend extrem unmenschlich. Ja, dieses Kita-System, das nehmen wir jetzt auf, im reichsten, einem der reichsten Länder der Welt, und machen diesen gleichen Wahnsinn, den die DDR macht. Ja, und schicken unsere Kinder weg von uns Eltern. Also, da könnte auch ja ein böser Gedanke dahinter stehen, im Sinne von Mephisto, der will keine starken Menschen, der will keine selbstständig denkenden, selbst auf die Barrikaden gehenden Menschen, der will schwache Menschen. Ein drittes, menschliche Alternativmodelle müssen diskreditiert werden, zum Beispiel Sowjetunion, Kommunismus, großartig gelungen 1989, ja, wer seither sagt, Marxist, also Kapitalismus ist nicht so gut, du bist ein Kommunist, geh doch rüber.
ja, ich finde Kommunismus extrem miserabel. Ich finde es eines der schlechtesten Systeme, die es jemals gegeben hat auf der Welt. Aber trotzdem kritisiere ich den Kapitalismus und sage, es gibt einen dritten Weg. Aber der ist ausgemerzt, dieser dritte Weg. Entweder Sie sind Kapitalist oder Sie sind gleich Sozialist oder so ein Spinner. Oder wenn Sie sagen, ich will vielleicht eine christliche Wirtschaftsordnung, ja, dann gibt es ein nettes Lächeln, netter Kerl, aber von Ökonomie keine Ahnung. Also, alle Alternativen, die ernsthaft wären, sind vollkommen diskreditiert. Aus Mephisto-Sicht genial gelungen, es gibt nur noch eins, nur noch Kapitalismus oder verschiedene Spielarten vielleicht davon. Und das vierte ist vielleicht das tiefstgehende, ein sehr guter Freund von uns, der Pate unseres dritten Kindes, war 15 Jahre lang christlicher Pilger in Europa mit seiner Frau, das ist griechisch-orthodox von der Konfession her, aber eigentlich sehr jenseits der Konfessionen, war es christlicher Pilger in Deutschland unterwegs und ist US-Amerikaner, zusammen mit seiner Frau. Seine Mutter ist griechischstämmig, von daher hat einen starken Bezug zum griechischen Volk, kann auch griechisch sehr gut. Kam im Laufe seiner 15-jährigen Pilgerreise, wo 60.000 Kilometer geradelt ist, immer wieder nach Griechenland und hat mir so vor 7 Jahren mal gesagt, also was in Griechenland passiert ist, in den letzten 30 Jahren, seitdem die Diktatur zu Ende war, Beitritt zur EU, Beitritt zum Euro, in diesen 30 Jahren ist mein griechisches Volk so reich geworden wie noch nie zuvor. Ein märchenhafter Reichtum ist in diesem Land, beginnend mit der Infrastruktur, Toiletten, bis hin zu Wohnraum, Autos, Handys. Sagt, so reich war mein Volk noch nie. Was in diesen 30 Jahren großartigen Wirtschaftsaufschwungs vernichtet worden ist an Mitmenschlichkeit, an Gastfreundschaft, an Religiosität, das ist schlimmer als unter 400 Jahren Türkenherrschaft. Ich erkenne mein Volk nicht wieder. Es ist in einen materialistischen Egoismus getrieben, das ist zum Weinen ist. Und wenn man sich überlegt, was will denn der Mephisto? Naja, er will ja die Seele von dem Faustus. Ja, und im 5. Akt, Teil 2 vom Faust, entwischt er ihn ja, der Faust. Ja. Die Seele, also als 100-Jährige erblindet, stirbt, kommt der Gretchen aus der anderen Welt und andere Figuren. Und hast du nicht gesehen, ist er weg und Mephisto ist da und sagt, was ist jetzt eigentlich passiert? Er entwischt ihn ja. Also dem Mephisto geht es ja eigentlich um die Seelen von uns Menschen. Und er will ja die Menschen auf die schiefe Bahn bringen, ins Tierische, ins Untermenschliche. Und wenn wir uns anschauen, was über diesen Materialismus und diesen Wohlstand geschehen ist, ist das vielleicht einer der dunkelsten Punkte, ja, auch im Prinzip Mission Completed von Mephisto. Okay, Wege aus der Krise. Es ist primitiv einfach, die kommende Krise zu vermeiden. Das Problem ist die ungehemmte Exponentialfunktion. Erbschaftssteuer reicht nicht, die schiebt es nur raus und dann fliegt es uns um die Ohren. Einkommensteuer, wie wir sie haben, reicht nicht, sie schiebt es raus und fliegt uns dann trotzdem um die Ohren, sondern wir müssen an die Quelle selbst, wir müssen an die Vermögen, an die leistungslosen Einkommen selbst. Der Kern des Problems sind, dass die leistungslosen Einkommen nicht dahin fließen, wo sie hingehören, zu den leistungslosen Menschen, sondern in privater Hand kumulieren und kumulieren und wachsen und wachsen und dann alles erdrücken schließlich. Also, das sind jetzt keine Patentrezepte, Sie können selbst kreativ drüber nachdenken. Das Problem ist, wie kriegen wir diese leistungslosen Einkommen weg aus privater Hand und hin in die öffentliche Hand, auf welche Weise auch immer. Und eine Krücke, eine Idee, ein Vorschlag ist Vermögensschnitt. Wie wir es in der Geschichte immer wieder hatten. Entweder ein einmaliger Vermögensschnitt von vielleicht 30%, schlägt übrigens Boston Consulting vor, und selbst die IWF schlägt vor, einen 10%igen Vermögensschnitt, enteignet die ganz Reichen, sagt die IWF. Oder man macht eine allgemeine Vermögensteuer von 3%, zum Beispiel auf Boden, der nicht selbst genutzt wird. Nach Freibeträgen von 1 oder 2 Millionen, das ist... Weiß ich nicht, was da der richtige Betrag wäre. Also nicht die Leute, die in eigenen 4 Wänden wohnen und auch für jedes Kind noch ein Haus, ist okay. Aber die 200 Häuser haben und gar nicht mehr wissen, wo sie sind und nur die Hand aufhalten und Mieten einstreichen. Und das so ein Immobilienverwalter machen lassen. Das wäre das eine und das wäre total einfach. Da könnten wir in Deutschland pro Jahr 80 bis 150 Milliarden einnehmen. Das Geld könnten wir hier den kleinen Leuten geben, der Bäckereifachangestellten, Friseuren, deren Sozialabgaben bis 30.000 Euro streichen, die Einkommensteuern senken bis 30.000, vielleicht sogar auf null. Und dann haben die kleinen Leute mehr Geld und der Keil verschwindet und wir haben keine Krise. Und das Argument, ja, Kapitalflucht, ja, der Münchner Boden, der flieht nicht nach Luxemburg.
Es gibt keine politische Ausrede, das nicht zu machen. Frau Merkel macht es nicht. Wenn man darüber das deutsche Volk abstimmen lassen würde, würden 95% davon profitieren. Von dieser Regelung. Aber es wird nicht drüber abgestimmt, es wird auch gar nicht in der Öffentlichkeit kommuniziert, dass man das machen müsste. Also das System ist nicht nur krank, also wir müssten auch an diese großen Unternehmensvermögen ran. Ich sage nichts gegen die Unternehmer, die aufbauen, schaffen, Arbeitsplätze schaffen, das ist genial. Insofern bin ich starker Vertreter vom Kapitalismus, dass junge, findige Köpfe, gute Unternehmer wirklich aufbauen und errichten. Aber dieses Unternehmertum kippt ab einem bestimmten Punkt um in einen Rentenkapitalismus und dann machen die Erben und Erbeserben und sonstigen nur noch die Hand auf und arbeiten eben nicht mehr. Und an diesem Punkt der Rentenökonomie, des Rentenkapitalismus, da muss eingegriffen werden. Da wird nämlich dieses Recht, das ich mir erwerbe als großartiger Unternehmer, der Arbeitsplätze schafft, geht über ins Unrecht meiner Erbeserben und da wird's, erdrückt uns das Ganze. Insofern bin ich starker Vertreter von kleinen Unternehmen und Kapitalismus im eigentlichen Sinn des Wortes, dass man aufbaut. Aber diese Großvermögen, dass eine Familie der drei Personen jeden Tag 1 Million auf Giro kriegen, das ist nicht nur ethisch vollkommen fragwürdig, durch keine Religion und Weltanschauung zu rechtfertigen, sondern es ist krank und gefährlich, weil dieses Wuchern ständig nach neuen Verwertungsmöglichkeiten sucht, Krebs macht und uns alles jetzt um die Ohren fliegen wird und viel zerstören wird. Das ist also nicht nur ethisch falsch, sondern krank. Und das sollten wir so schnell wie möglich ändern. Und es geht ja, die Diskussion ist gleich in 5 Minuten. Es geht jetzt nicht darum, dass wir 2-3% weniger Wachstum haben, sondern wenn wir diese Dinge nicht machen, dann reden wir über Schrumpfungsprozesse von 30 oder 50%. Da reden wir über chaotische Zustände. Ja, mir ist sehr bewusst, dass das keine sehr wirtschaftsfreundlichen Maßnahmen sind, ja, die einen Boom bei uns auslösen, obwohl man könnte es diskutieren. Wenn sie das Geld den kleinen Leuten geben, haben wir nämlich plötzlich einen Nachfrageboom. Ja, und auch einen Häuserboom von den Leuten, die heute keine Häuser haben, weil der Boden in München zu teuer ist. Ja, die Bodenpreise würden dadurch dramatisch sinken und die kleinen Leute könnten sich plötzlich Häuser leisten, die sich heute in München nicht leisten können, weil der Quadratmeter 800 oder 1000 Euro kostet, Bauland. Das, ja, normale Leute können sich das gar nicht mehr leisten. Bitte? Ja, ich komme aus der Peripherie von München. Und da ist nur 800 bis 1000 Euro. Aber die Theorie kann ich auch nicht ganz teilen, weil Boden können sie nicht vermehren, Produkte an sich schon. Die Frage ist, wem stehen diese Renten zu vom Marienplatz, wo sie 10.000 Euro... Ja, aber das ist eine andere Frage. Ja. Deswegen, mir geht es um, die Renten müssen da sein, aber die gehören auf bestimmte Hände und nicht in andere Hände. Also, es wäre primitiv einfach und die Griechen könnten es auch machen. Onassis war notorisch ein Grieche. Und was machen die Griechen? Man müsste einfach die Latifundien besteuern. Die Spanier haben ein Latifundiensystem, Großgrundbesitzsystem in Andalusien. Was machen sie, die Griechen und Spanier? Sie besteuern die kleinen Leute, ziehen denen das Geld aus der Tasche, damit die Zinsen an die großen Leute weiterfließen, an die oberen 1%. Die letzten 7 Jahre Europolitik, die sind vollkommen pervers, erhöhen die Fallhöhe und den kommenden Crash, der wird noch viel schlimmer, als er vor 7 Jahren gewesen wäre. Vollkommen total falsch, pervers, ethisch fraglich und gefährlich. Enorm gefährlich. Also es könnten Spanien und Portugal genauso machen oder Griechenland und dann wäre die Krise relativ schnell abgemildert zumindest. Also Medien müssten auch überlegen, ob wir das so wollen, wie es heute ist, was ein großes Unrecht ist, weil eigentlich 200 Familien ihre freie Meinung sagen. Wir müssten Wirtschaftsstaat und Kulturleben radikal trennen. Dieser Filz muss aufhören, auch in Deutschland, obwohl er bei uns schwächer ist als in anderen Ländern. Zum Beispiel Bannmeile für Lobbyisten im Bundestag. 500 Meter im Bundestag, kein Lobbyist dabei. Wer sitzt drin? Nur Großkapital sitzt im Bundestag. EU auch. Das ist ein vollkommenes Unding. Wir schreiben unsere Gesetze, die Pharmaindustrie schreibt unsere Vorlagen für unsere Gesundheitsgesetze in Deutschland. Das muss man sich vorstellen, das ist einfach absolut krank als System. Also Bannmeile im Bundestag, wer nicht drin sitzt, das sind die Seniorenverbände oder Greenpeace und Umweltschutzverbände, die sitzen alle nicht im Bundestag, sondern immer die Großindustrie sitzt drin. Ja. Das ist also vollkommen falsch, vorsichtig ausgedrückt. Das ist vor allem das gefährlich, was wir da machen. Karenzfristen bei Postenwechsel von Politik in die Wirtschaft, ja, dass die 6 Monate später vom Ministerpost in die Wirtschaft wechseln, das darf nicht sein. Dann müsste 10 Jahre Karenzfrist sein. Unser Bildungssystem müssten wir ändern. Keine gewinnorientierten Medien. Kann ich jetzt aus Zeitgründen gehe ich nicht mehr drauf ein. Jetzt als Schluss noch 3 Folien. Was kann jeder Einzelne machen? Also unser System ist ziemlich fragwürdig und ziemlich gefährlich, in dem wir momentan leben.
Aber von oben allein können wir das nicht ändern. Dafür können wir lang warten, bis die Politiker was ändern. Ja? Sondern aus den Herzen von vielen oder einer steigenden Zahl von Menschen könnte eine Änderung kommen. Zum Beispiel unnötiger Konsum. Jeder, Josef Beuys hat mal gesagt, wenn wir mit einem etwas wachen Auge durch die Straßen laufen und in die Schaufenster schauen, 90% aller Produkte brauchen wir nicht und sie sind uns sogar schädlich. Ja, jetzt muss ich nicht um die 90% diskutieren, ob es 30, 50, 70 oder 90 sind, aber wir haben viel unnötige und schädliche Produkte. Und jeder Einzelne kann fragen, wo kann ich auf Unnötiges verzichten? Und über diesen Satz sinnieren, meditieren, Monate, Jahre, Jahrzehnte lang, und dann wird ein anderer Umgang mit den Dingen entstehen, mit den uns anvertrauten Dingen. Geht der Schuh kaputt, schmeiße ich ihn weg, oder nächstes Mal beim Einkaufen kann man den Schuh vielleicht reparieren. Ja, so, dass man anders mit den uns anvertrauten Dingen umgeht, durch jahrelanges Meditieren, und uns wird es besser gehen. Und wir werden nicht mehr Arbeitslose haben. Das sind alles Märchen von den Ökonomen, das stimmt alles nicht. Das zweite, Umgang mit Kapital und Zinsen. Sparen ist gut. Ich bin auch kein Gegner von Zins. Aber wenn der Zins und Zins, wenn das zu viel wird, dann wird das Recht zu Unrecht. Also wenn ich gespart habe für mein Alter, für meine Kinder, für Krankheit, dann ist das was Gutes und Wichtiges. Die Frage ist, wie gehe ich mit meinem Ersparten um? Wie lege ich es an? Und da muss man sich klar machen, vom Geld kann man nie leben. Man lebt immer von der Arbeit anderer Menschen. Wenn wir irgendwo lesen, ihr Geld arbeitet für sie, ist falsch. Geld arbeitet nicht. Auch Kapital arbeitet nicht. Das ist einfach nicht richtig. Man kann sich überlegen, vom Geld kann man nicht leben, man lebt immer von der Arbeit anderer Menschen. Und wenn eine steigende Anzahl von Menschen mit diesem Satz sinnieren, dann kommt vielleicht in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren ein anderer Umgang mit Geld zustande. Ich gebe es jetzt nicht an den Fonds für 8%, sondern gebe es vielleicht in eine Behindertenwerkstatt für 1% und die armen Kerle haben Arbeit. Aber ich will jetzt keine Vorschläge machen oder sie irgendwie indoktrinieren. Und aus dem Herzen von jedem Einzelnen kann man darüber sinnieren. Und dann kann langsam ein anderer Umgang mit Geld entstehen. Und eine dritte Meditation, die man machen kann, ist alles, was man von der Gemeinschaft in Anspruch nimmt, alles, was man beitragen könnte und nicht beiträgt, bewirkt, dass alle anderen mehr arbeiten müssen. Darüber sinniert jahrelang, vielleicht jahrzehntelang, dann kommt vielleicht langsam ein anderer Umgang mit Arbeit. Was arbeite ich? Wie arbeite ich? Wofür arbeite ich? Dann kann man vielleicht irgendwas ändern. Ja, jeder individuell, ohne jegliche Vorgaben von Staat, von mir, von irgendjemandem. Das muss aus dem Herzen von jedem Individuum kommen. Ich bin ganz, ganz großer Anhänger von wirklich der Freiheit Gedanken. Aus dem Herzen von Menschen. Und dann kann durch diese Maßnahmen so Inseln der Gesundung entstehen in unserem kranken sozialen Organismus, den wir heute haben. Inseln der Gesundung wie nach einem Hautkrebs oder Verbrennungen, wo kleine Stellen gesunder Haut implantiert werden und von, die sich vernetzen und dann eine Gesundheit bewirken. So könnten über diese Maßnahmen von unten eine Gesundung und eine Änderung entstehen. Es gibt dazu Literatur. Ich selbst habe es letztes Jahr und dieses Jahr ein Buch veröffentlicht. Und am Schluss noch mal ganz kurz die spirituelle Ebene. Albert Schweitzer hat mal gesagt, der Auftrag, der uns heute gesetzt ist, lautet, uns selbst, unsere Umwelt und die Strukturen dieser Welt zu heilen und zu heiligen. Und der von mir vorhin erwähnte österreichische Philosoph, den kleinen auch gleich den Namen, auch ein sehr stark spiritueller Philosoph, der sagt, die Lösung der sozialen Frage liegt in der Anerkennung der göttlich-geistigen Natur des Menschen, in der Anerkennung dessen, dass dasjenige, was vom Menschen hier als physischer Leib auf der Erde herumgeht, nur der äußere Ausdruck ist für etwas, was in jeden Menschen aus der Ewigkeit hereinleuchtet. Also jenseits aller Religionen und Konfessionen, in deinem Gegenüber einen ewigen Kern zu sehen, einen ewigen Wesenskern. Und nicht nur in Menschen, auch in Vögeleien und im Schmetterling, auch da was Göttliches sehen, oder in dem Baum, in der Blume, oder selbst im Mineral. Und dann werden wir anders miteinander und mit der Welt umgehen. Schlusszitat ist von Rudolf Steiner. Danke.